die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Das kann der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er sie erschießen will. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten! Ich verbitte mir diesen Ton. Peu importe où l'ennemi percera, il ne devra trouver qu'un désert, une terre ravagée. C'est la condamnation à mort du peuple allemand. Pas de courant, pas de gaz, pas d'eau potable. Pas de charbon, pas de transport. Si vous détruisez voies ferrées, canaux, docks, écluses, navires, locomotives, vous vous rendez compte? Vous renvoyez notre pays au Moyen-Âge. En donnant cet ordre, vous privez le peuple allemand de toute chance de survie. Si jamais nous devions perdre cette guerre, on s'en fout que le peuple allemand ne survive pas. Comprenez-moi bien, Speer. Je n'ai que faire des conditions indispensables à la survie la plus élémentaire de notre cher peuple allemand. Bien au contraire, je suis persuadé qu'il vaut mieux détruire ces choses-là. Puisque le peuple s'est révélé le plus faible, il est donc tout à fait normal qu'il soit radicalement éliminé. La nature est ainsi faite. C'est votre peuple. Vous êtes son fureur. Ceux qui survivront à ce combat, malheureusement, ne sont que les plus médiocres d'entre nous, car les meilleurs sont déjà tombés. Du, kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinen Garten passen, zu dem Bassin. Bitte schön, kaufst du mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber Chopperl, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehört. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinen Privatgarten stellen. Ach, wenn es dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen. Die Logik der Frau. Schau, du bist ganz schmutzig. Den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen. Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich rumlaufen wie er. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mir doch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagebesprechung gehe und mit Farbstiften hantieren muss. Je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. Car ainsi, notre pays se voit offrir le meilleur moyen de confirmer par ses suffrages le régime stable et efficace que nous avons ensemble institué.
Y es este el tercer rasgo que quiero destacar. No brotó exclusivamente de un triunfo deportivo, conseguido con capacidad, coraje e hidalguía. Pareciera como si un cúmulo de energías dormidas, como si una nueva capacidad de entusiasmo hasta ahora letargada, hubiesen salido a plena luz. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind Sie denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus. Verrat an meiner Person! An meiner Person!